Na? Das hat jetzt irgendwie gar nicht Ding Ding Dong gemacht, aber... Macht das denn immer Ding Dong am Anfang? Das ist mir neu. Nein, das macht nie Ding Dong. Das zählt doch sonst rückwärts. Ach, du hast hier die Lautstärke wahrscheinlich leiser gestellt. Naja. Wo soll es denn Ding Dong machen? Naja, spätestens, wenn wir das Ganze nochmal aufnehmen, kann ich dir das dann zeigen. Hab da noch nie Ding Dong. Ging das wirklich mit Ding Dong? Vielleicht ist da keine irgendwas nicht. Das sieht aber so, sieht es normal aus. Na gut. Ja, an was ich, ist es auch ein Stück Normalität, wie der Ralf hat uns beide ins rechte Licht mit den Bäumen gerückt ab Mai. Der Mai macht alles neu oder wie früher, wie es früher einmal war. Also, wobei wir ins rechte Licht ist ja auch schon wieder doppeldeutig. Ich war heute in der Verbindung und fand die gar nicht, weil du im rechten Licht gerade sprichst. Verstehst du? Nee, verstehe ich gerade nicht, aber naja. Du fragst, du hättest uns das rechte Licht gesprochen. Es gibt ja auch in der politischen Bewegung. Das richtige Bewegung. Licht, nein, ich war jetzt nicht politisch. War nicht politisch gemeint. Ins rechte Licht. Ins richtige Licht, ins liebe Licht, was weiß ich. Also ich war heute in der Verbindung von meinem Schwiegersohn. Ja, also von dem... Ja. Ja, sage ich mal Schwiegersohn, von dem Sohn von der Barbara, dem ich mich da aber auch sehr verbunden fühle, oder? Genau. Ja, und das war wirklich eine freundliche, gute Gesellschaft und ich war da eigentlich sehr positiv überrascht. Ich hatte jetzt so gedacht, ja, Verbindung habe ich immer so ein bisschen mit so Abstand betrachtet. Ganz konservativ und so. Aber die waren, das klingt jetzt auch wieder komisch, doch eigentlich ganz normal. Hat mir viel Spaß gemacht. Und schick angezogen, hast du gesagt, in ihren... In ihrem Lederdress. Also nicht Lederdress, das klingt auch so komisch. Nee, ich meine Lederhose. Ich bin ein bisschen angeschüttet. Ich hatte zwar nicht so viel getrunken, es gab ja Maibowle. Und ich habe eigentlich nur zwei Maibowle getrunken, einmal mit Melone und einmal mit Erdbeeren und ein Weißbier hatten sie sogar, ne? Oh. Das war alles, was ich getrunken habe, aber vielleicht bin ich gar nicht gewohnt, so viel zu trinken. Bisschen angeschüttert war ich doch. Und ja, jetzt komme ich wieder zurück. Nee, es ist ja eigentlich eine wunderbare, sagen wir mal Neudeutsch, obwohl es mein Schwiegersohn nicht so gerne hat, Location sagt man dann Neudeutsch. Wo die sich treffen und ja, direkt unterhalb des, oh, jetzt kriege ich gerade den Hinweis, ich soll ruhig sein, das ist ein Geheimnisverrat bei meiner lieben Frau, also halte ich die Klappe und sage ja nichts. Es ist einfach ein schöner Ort, wo man auf der Terrasse sitzen kann und ja, das war schön. Dann kam auch nachher noch, ich war vor der Familie da, die kam nachher dann auch noch, die Schwiegertochter und noch zwei unserer Enkelkinder. Und es war einfach nett, da zu sitzen, zu trinken und gab natürlich auch was zu essen, wie in einem Buschenschrank. Jede Menge Schinken, Wurst und Käse und was weiß ich nicht alles. Brot wahrscheinlich. Und Brot. Hm. Es war wirklich eine nette Gesellschaft. Auch mit dem einen älteren Herrn, dem ich da ins Gespräch gekommen bin am Anfang, der aus München war. Fand ich auch ganz nett. Der fragte mich gleich, ob ich denn nicht auch mal einen Vortrag halten will. Also, ja, viel Vorträge kann ich auch nicht halten. Ich kann über Mutter Teresa einen Vortrag halten. Ich glaube, dann hat er sich auch wieder zurückgezogen. Das sollten Sie jetzt auch nicht unbedingt hören. Achso, soweit hast du dich dann doch geäußert. Aha. Ja, ich wüsste sonst nicht, worüber ich sonst einen Vortrag halten könnte. Da habe ich auch schon mal gemacht, Mutter Teresa, allerdings in kirchlichen Kreisen. Das weißt du gar nicht. Da habe ich dann schon mal gehalten. Aber ich finde, sonst wüsste ich jetzt nicht so aus meinem Leben, was könnte man denn noch? Über die Liebe im Alter. Über die Liebe im Alter. Glück, das interessiert aber nicht die jungen Füchse oder wie sie heißen, die da rumstehen. Und die müssen ja auch müssen auch einen Vortrag machen. Das hat mir jetzt... Die haben ein Thema, ein Referat. Hat mir jetzt mein Schwiegersohn erzählt, ein Thema. Ja, ein Thema können sie schon selber aussuchen oder so. Ja, und die müssen sie dann halten und dann eine langwierige Prüfung. Und natürlich habe ich mir das auch genau zeigen lassen mit der Mensura, wo die sich schlagen. Ich kannte das von früher schon mal. Ich kannte auch mal jemanden aus einer Verbindung. Der hatte mir dann auch schon mal den Keller da gezeigt.
Ja, also es war schon interessant, aber es war wirklich eine sehr gemütliche und gesellige Runde. Also mir hat es sehr getaugt. Das muss ich schon sagen. Da kam der Kleine nachher, mit dem habe ich noch ein bisschen rumgemacht und habe dann gesungen. Ich weiß ja noch überhaupt noch nie gesungen. O Heusch, Tannenbaum. nein, nicht nur Tannenbaum. Holla Jao. Holla Jao, weißt du Ja, es? hoch, was kommt Ja, von genau. Tannenbaum? Holla Jao. Das kannte der, glaube ich, noch gar nicht. Der kennt auch sonst alle Lieder. Horch, was kommt von draußen? Und da fing er dann auch immer. Du kennst ihn ja. Holla Ja, Jao. Das war das Richtige. für heute. Holla Jao. Ich konnte leider nicht mehr alle Strophen. Horch, was kommt von draußen rein? Wird wohl mein Geliebter sein, ne? Mein Liebster Wird sein. wohl mal ein feines Liebchen sein, Ach, mein Holla. feines Liebchen sein. Ach so. Wie geht's dann weiter? Viele Leute, jetzt fällt es mir wieder ein. Viele Leute haben es gesagt, aber dann war es nicht, oder? Naja, ihr könnt das selber nachlesen. Ne? Jetzt, Jetzt kommen wir vom ich habe Hölzchen aufs Stöckchen, wie man im Rheinland immer so, sagt. wie Nee, es passiert. ja. Nee, es waren auch schon schöne Räume. Die Jungen, die waren dann mehr so unter sich. Da Arvin, wollte ich ja wieder keine Namen nennen. Also der mittlere Enkelsohn, der war auch da. Die machten da so ein Hämmerchenspiel, wo sie so Nagel in so einen Baumstumpf schlagen sollten. Da sagte ich dann zu ihm, mach das da auch mal. Und da sagt er, nee. Da müsste man immer erst einen Schnaps trinken oder vielleicht einen auch ausgeben. Ich weiß es nicht. Dann dürfte man da mitspielen. Ne? Aha, Aber also Schnaps trinken. besondere Spielregeln, naja. Das Besondere war ja noch der Kleinste. Also, ja. Der wollte, der Tori, kann man ruhig sagen, der wollte unbedingt Melone haben. Dem taugte das Fleisch nicht. Und irgendwann hatten sie dann doch noch, es gab ja nur Melonenbowle, ne? Hatten sie noch eine Melone gefunden. Und die aufgeschnitten. Und da war aber nun herauszufinden, da gab es Melone ohne Alkohol getränkt, mit Alkohol getränkt. Aber ich glaube, wir haben das dann schon gut hingekriegt. Ihr habt Story, immer nur die ohne Alkohol vor. vorgekostet. Ich habe nachher immer vorgekostet. Es war aber tatsächlich ein Stück, das war da tatsächlich getränkt irgendwie. Aber das hat schon alles getaugt und gepasst und keiner war beschwipst. Ich habe jedenfalls keinen gesehen. Ich war allerdings auch nur 3 Stunden da. Und es war wirklich. Ja, eine nette Gesellschaft hat getaucht. Ja, das freut mich so. Ich habe die Ruhe genossen hier. Genau, ganz alleine. Da geht es auch ein bisschen, mit dir ging es ja nicht so gut, sonst wärst du vielleicht mitgekommen, ne? Heute. Na, das sind mir noch, immer noch zu viele Leute. Also So das. viel Leute. Wie bei der Lounge, ne? Oder was? Ja, da. Also ich war ein, zweimal dabei, das reicht mir schon. Also, ich habe auch schöne Erinnerungen Ah dran, ja. aber mir hat jetzt nichts gefehlt. Also von Aha. daher belassen wir es dabei. Das war der Start in den Mai. Baba. Baba.